Jetzt geht es um unser aller Gesundheit, meine Damen und Herren. Gerade in dieser Jahreszeit, Grippewelle, Erkältungswelle, hier wird geschnupft. Und was macht man dagegen? Man braucht natürlich Vitamine, meine Damen und Herren. Und zwar nicht irgendwelche Sachen, wo draufsteht, ist drin, ist aber nicht drin. Also ich habe hier so ein Beispiel, ja, da steht drauf Orangensaft, ja. Und ist aber 100% Konzentrat und Wasser. Mehr ist das nicht. Und Vitamine sind zugeführt. Das ist also alles, ich sag mal, chemisch, ne? Brauchen wir auf keinen Fall, meine Damen und Herren. Wir haben etwas für Sie. Damit macht es Spaß, sich selber Vitamine herzustellen. Kennen Sie vielleicht aus einem Hotel morgens beim Frühstück? Saftpressen. Ohne Ende. Vier Stück an der Zahl, suchen sich die Schönste raus und holen sich Gesundheit nach Hause. Marcel begleitet mich in der Sendung und wird uns alles erklären, was Sie wissen möchten. Genau, Walter. Also ich freue mich auf diese Sendung wirklich. Und jetzt könnte man eigentlich sagen, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie nicht Ihren Arzt oder Apotheker, Ja. sondern Dr. Freiwald und Dr. Schenk. Wir Ja. sind jetzt Ihre Apotheker des Vertrauens. Denn was sagt denn der Apotheker, wenn Sie ihn fragen, wie kann ich mein Immunsystem stärken, wie kann ich es schützen? Vitamine, frisch gepresst, Obst und Gemüse essen. Und genau das machen wir jetzt. Wir pressen das Obst aus und sorgen hier wirklich für Vitamine pur. Ja, hier haben wir ein Glas vollgemacht und das ist wirklich 100% Konzentrat und eben Wasser und sonst ist nichts zugeführt. Also eigentlich können Sie das auch lassen und es schmeckt auch nicht gut und es sieht auch nicht gut aus. Wenn man sich mal so eine Orange daneben legt, dann sieht man, wie es eigentlich aussehen soll. Schauen Sie mal, das ist die Farbe, die wirklich gesund ist. Da ist die Natur drin, da ist die Sonne drin, da sind die Vitamine drin. Und wenn Sie jetzt gerade zu Hause sitzen und ich sag mal, rotzen ein bisschen rum und schnupfen ein bisschen rum und haben Husten Machen so viele und jetzt. haben, ja, und sind auch erkältet bzw. infiziert grippal, dann bitte schön erstmal weg mit sowas. Das brauchen wir überhaupt nicht. Jetzt schauen Sie uns mal ein bisschen zu und dann werden wir Ihnen Appetit machen. Die Trompete würde ich nicht gerade rausholen, meine Damen und Herren, denn wenn wir hier mit Citrus arbeiten, können Sie nicht mehr trompeten. Wussten Sie das? Wusstest du das? Nee, das wusste ich auch Ja, nicht. aber es zieht sich alles zusammen. Wenn der André jetzt eine Zitrone essen würde und ich Oh. müsste Trompete spielen, würde mir das ganze Wasser im Mund zusammenlaufen. Das ist so. Das ist so. Und dann kannst du nicht mehr trompeten. Das ist ein Phänomen, aber es ist wahr. So, legen wir Fangen wir mit los. Zitronchen an. Zitronen. Genau. Genau. Heiße Zitronen. Heiße Walter. Ja. Einmal durch, bitteschön. Und dann geht's los, liebe Zuschauer. Es ist ohne Strom übrigens. Ja, Sie Ja. müssen jetzt hier nicht unbedingt ja, den Stromanschluss suchen, denn das geht einfach. Sie fixieren die in der Mitte, haben Sie gesehen, da liegt Ja. die drauf und dann pressen Sie einfach nur runter. Mit So Gefühl. richtig schön, ja. Und dann merken Sie Ja. schon, also ich merke das hier, diesen Widerstand, wenn dann die Zitrone unten wirklich so leer gepresst wird. Oh, das ist klasse. Machen wir direkt noch eine. Ja. Ach, Zitronen sind auch was Herrliches. Ein bisschen mit Zucker und heißem Wasser, das ist dann so ein, ich sag mal, Gesund-Grog, Genau, ne? und die Ohne beste, das ist Alkohol. eigentlich die beste Medizin, ne? Das Ja. ist ja Vitamin C pur. Vitamin C pur. Zitrone, ich nehme ja Zitrone eigentlich für alles. Selbst wenn ich Bratkartoffeln mache und die sind dann schön geröstet in der Pfanne, dann lösche ich die ab mit Zitronen, ne? Das schmeckt richtig gut, das kriegt richtig einen schönen Kick. Und wie viel Saft wir hier schon Ja. Komm, mach bekommen noch haben. eine. Komm, wir machen noch Noch eine. eine? Ja, Okay, machen wir noch mach noch eine. eine. Ja. Ja. Bitte schön, mein lieber Marcel. Dankeschön. Oh ja, so das wird Bist du denn ein wirklich. Fan von Zitrusfrüchten überhaupt? Ja, ich muss aber dazu sagen, ich mache dann gerne ein bisschen Zucker drauf. Ja, kannst du ja machen. Ist ja kein Weil so Thema. ganz, sonst zieht sich mir das zu sehr zusammen. Also ich meine, ich rede jetzt nicht von Zitronensaft. Ich rede von Orangensaft beispielsweise. Wenn du so im Auch Hotel da, bist und ja. übernachtest Morgens morgens, beim Frühstück, Glas, genau. ist schon ein schönes Glas Zitrone, frisch gepresst, da geht doch nichts drüber. Allerdings sollten Sie den Orangensaft innerhalb von 10 Minuten bis Viertelstunde trinken, denn Ja. sonst verfallen die Vitamine, die verflüchtigen Der muss sich. also Ne? richtig frisch sein. Der muss Ganz richtig frisch, frisch sein. ja. Dann merkt man das auch. Und wie Ja. gesagt, jetzt sehen Sie es auch gerade sehr schön mit der Kamera. Hier haben wir ja unseren kleinen Trichter, unseren von der Presse. Einfach in der Mitte drauf. Dann Jawohl. lassen Sie es so weit runterkommen, bis hier oben Die die Glocke. Presse das wieder erfasst hat. Genau. Und dann pressen Sie es runter. Frische Vitamine, ein perfekter Start in den Tag. Einfach im Handumdrehen, legen Sie in die Mulde eine halbe Orange oder Zitrone, wie wir es hier haben. Orangen gehen natürlich auch, meine Damen und Herren. Und die Hälfte einer kleinen Grapefruit können Sie natürlich auch nehmen. Auch das geht. Und drücken Sie den Hebel runter. Schon fließt der einzelne Tropfen. So, jetzt wollen wir mal gucken, was daraus geworden ist. Zwei Zitronen, wie gesagt, Ja. zwei Zitronen haben Sie live gesehen. Schauen Sie sich Wow, das mal an. ist ja eine Menge.
Das ist der Saft von zwei frischen Zitronen. Ja. Da jetzt einfach ein bisschen Zucker oder wer will, kann das pur trinken. Mhm. Vitamine pur, liebe Zuschauer. Beim Camping auf der Boot oder im Gartenhäuschen oder im Hotel oder aber schön zu Hause gemütlich am Esstisch. Meine Damen und Herren, die Artikelnummer ist die NC3546569. Ich wiederhole, NC3546569. Sie sind hier dabei unter 20 Euro. Das lohnt sich doch auf jeden Fall. So, weiter geht's mit der nächsten Presse. Wir haben vier Stück an der Zahl heute hier und werden Ihnen alle vier präsentieren. Und dann müssen Sie sich nur noch entscheiden, welche gefällt Ihnen denn am besten? Welche möchten Sie denn gerne haben? Jetzt geht's los. Wir machen weiter mit dieser. Die sieht ja immer richtig schwer. Und die sieht aber auch richtig stabil aus. Also als ich die gesehen habe, dachte ich mir, meine Güte, das ist ja wirklich ein super, ja das ist schon Gastronomiequalität eigentlich. Das könnte doch auch durchaus so in der Bar stehen. Genau. Da stellen Sie einfach ein Glas runter. So einfach ist das. Und dann eben runterziehen den Hebel. Das sieht schon kräftig aus. Das ist auch kräftig. Und wir wechseln jetzt mal auf Blutorangen. Ich stelle mal das Ding hier runter. Genau. Also das ist natürlich jetzt warte auch... Warte mal, wir können auch den hier runterstellen. Wenn wir den in der Küche haben, wow, wird jeder fragen, wo hast du denn diese Top-Qualität her? Gibst du mir mal, dann schneide ich auf. Fangen wir mit, mit der mal an. Jo. Ja, immer gegen die Narbe, das ist wichtig. Oh, die sehen aber schön aus. Ne? Wenn Sie da mal reinschauen wollen, liebe Zuschauer, das ist schon Saft pur. Das ist richtig saftig, richtig lecker. Ja. Und da freut man sich ja auch schon, wenn man die so aufschneidet, auf den Saft, den man dann hinterher bekommt. Es gibt ja so viele Sorten von Orangen, ne? Auch die kalifornischen beispielsweise, da scheint ja immer die Sonne. Die sind also immer sonnenverwöhnt. Das ist auch wichtig, dass eben die Sonne hier mitspielt, meine Damen und Herren. So, und schon geht es los. Schön mit Gefühl runterdrücken. Schon runter. Und jetzt bin ich unten angelangt. Jawohl. Zack. Macht der Klick. Jawohl. Auffangschale ist natürlich dabei für das Fruchtfleisch. Wenn Sie aber gerne das Fruchtfleisch haben, das gibt viele Leute, die mögen das sehr gerne. So, jetzt die nächste drauf. Dann holen Sie es einfach wieder raus, ne, aus dem Behälter. Einfach immer nur fixieren. Das sehen Sie, bis Sie mit dem Finger merken, okay, die Presse von oben, sie kommt. Klingt gut, ne? Gleich muss ich aufs Klöchen. Ich wollte gerade sagen, es hat ein bisschen was, aber hier freut man sich ja wirklich auf das Ergebnis. Da sehen wir auch gerade sehr schön, wie der Saft so richtig schön rausgepresst wird. Jawohl. Sehen Sie, und bis zum letzten Tropfen, das muss man auch, bis wirklich der letzte Tropfen raus ist. Die Vitamine sind hier drin. So, wunderbar. Dann sehen Sie auch, das liegt dann an. Wenn ich das mal so ein bisschen seitlich. Komm, gib mir noch eine, wir machen noch eine. Machen wir noch eine. Wir ziehen das jetzt hier durch. Jawohl. So, wieder hoch. Sie sehen auch, müssen Sie oben gar nicht fester halten. Das rastet richtig ein. Der ist sauschwer, der Fuß. Ja. Ne? Die ist auch schön, nehmen wir die noch. Immer gegen die Narbe schneiden, ne? Wichtig. So, bitteschön. Danke. Ich glaube, nachher so am Ende der Sendung können wir hier schon das Team einladen. Ja. Wer Lust hat, also ich sage das jetzt schon mal, wer Lust hat, kann natürlich gleich nach der Sendung hier die frischen Vitamine genießen. Die sind dann auch noch drin. Und denken Sie dran, nicht zu lange warten. Das Schöne ist ja, dass so Orangen auch eine gewisse Kühle haben, auch wenn man sie nicht in den Kühlschrank tut. Sollte man auch nicht machen. Auch da verflüchtigen sich dann, mach weiter, die Vitamine, meine Damen und Herren. Keine 50 Euro, hier sparen Sie praktisch 50%, also die Hälfte des Preises. Und wie an der tropischen Vitaminbar am Strand pressen Sie einfach Ihre Sachen selber. Ganz mühelos, ohne Strom, ist nochmal wichtig, mit der unkomplizierten, super effektiven Orangenpresse. Die besonders schwere Ausführung mit Gummifüßen für den festen, sicheren Halt. So, jetzt haben wir zwei Blutorangen ausgepresst. Es tropft sogar immer noch. Siehst du, wie hier wirklich, hier wirklich der letzte Safttropfen auch noch rausgepresst wird? Das ist genial. Dann warten wir so lange. Und jetzt machen wir uns Das ist ja schon ein Cocktail. Das ist ja schon ein richtiger Cocktail. Da zahlt man doch schon in der Bar locker 5 Euro für. Sieht gut aus, ne? Ja, super. Dann kann man sich natürlich noch einen schönen bunten kleinen Strohhalm reinlegen, der jetzt gerade verschwindet. Auf Wiedersehen. Na, er bleibt am Rand. Er bleibt am Rand. Ja. Sie können auch einen größeren nehmen. Oder man nimmt natürlich noch eine Scheibe genau, Zitrone. Die Dekoration. Ja. Also, für das Auge ist auch gesorgt und der Strohhalm schwimmt darin rum. So, Artikelnummer, die ist jetzt noch wichtig für Sie, ist die NC3547569. Wiederhole, NC3547569. Für keine 50 Euro sind Sie hier dabei. Wir kommen zu Nummer 3. Und die ist auch richtig schick. Wir haben ja bei allen Walter diesen Edelstahl-Look. Ja. Ne? Und das, nicht nur den Edelstahl-Look, also es ist natürlich auch Edelstahl, rostfreier Edelstahl. Und da sieht man sofort, dass das wirklich super Qualität ist, dass es wirklich richtig Spaß macht, hier auch morgens ja sich schon vielleicht wecken zu lassen mit einem frisch gepressten Saft. Das macht auch richtig Spaß. Jawohl.
Und das schmeckt nicht nur gut, das ist auch gut für den Körper. Und so können Sie natürlich gegen die Grippewelle und Erkältungswelle wunderbar ankämpfen. Die Kinder sollten es auch trinken, meine Damen und Herren. Denn die Kinder mögen es ganz bestimmt. Alles, was süß ist, und Blutorangen sind nun mal sehr süß und haben besonders viele Vitamine und auch Saft. So, weiter geht's mit dem nächsten. So, wir haben kurz umgebaut. Und jetzt sehen Sie auch hier unsere dritte Presse. Mhm. Und die ist jetzt richtig leistungsstark. Denn hier sprechen wir wirklich von 120 Watt, also 116 Umdrehungen pro Minute. Ja. Die braucht dann dementsprechend einen Stromanschluss. Aber, Walter, sie geht auch ohne Strom. Man kann auch im Handbetrieb hier wirklich arbeiten. Ja. Jetzt sollten wir die nur mal umdrehen, damit die Leute das genau, zu Hause auch mal sehen. Oh Gott. Ja, die hat Saugnäpfe unten, damit sie auch einen festen Stand hat. Das ist ja auch immer sehr wichtig. Da kannst du ja auch von der Seite arbeiten. Genau, ne? Machen wir das einfach. Runter. Na, das passt nicht ganz, das ist zu groß. Ist zu groß? Warte mal. Oder nehmen wir den hier nochmal. Ja, oder nehmen so. Wir den nochmal. Mhm. So, das sind jetzt praktisch handelsübliche Orangen, aber auch da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen. Grapefruits geht natürlich, Zitronen haben Sie gesehen, meine Damen und Herren, überall, wo Saft drin ist. So, dann schneide ich dir mal eine auf. Bitte schön. Danke. So, und auch hier sehen Sie, das wird direkt natürlich auch erfasst. Jawohl. Und die arbeitet jetzt mit 116 Umdrehungen pro Minute. Mhm. Und dann geht's auch sofort los. Jetzt kommt der Saft. Jawohl. Und wie gesagt, das Fruchtfleisch, wer es mag, packt es einfach wieder rein. Ich habe das auch sehr gerne, weil das so ein bisschen knackig in den Zähnen auch ist. Genau, das bleibt dann auch wunderschön hier oben in dem Behälter. Gib mir den. So, bitteschön. Machen wir direkt mit der nächsten weiter. So. Ich mache den noch einmal auf. Man kann ja auch nichts falsch machen bei diesen Pressen. Eigentlich nicht. Bist du denn so erkältungsanfällig? Leider, ja, sehr. Also sehr. Wenn die nasskalte Jahreszeit viel kommt. Essen und trinken. Denn das Immunsystem wird natürlich gestärkt. Ja? Und das heißt mit anderen Worten, dass man nicht so schnell krank wird. Es kann einem nicht so schnell etwas anhaben. Also so 3, 4 Erkältungen im Jahr, leider habe ich die. Leider, wirklich leider. Ja. Deshalb immer genug Vitamin C ist wichtig und genug Flüssigkeit und dann kann einem eigentlich nichts etwas anhaben. Auch Handbetrieb ist hier möglich, meine Damen und Herren, zum Beispiel bei sehr kleinen Zitronen oder sehr großen Grapefruits. Ja? Kein Kleckern, kein Wischen, kein Tropfen, verschließbarer Ausguss. Zeigst du das mal, wie man den verschließen kann? Den Ausguss. Den Ausguss. Kannst du hier einfach vorne. Nach oben klicken. Genau, den klappt man einfach Warte hoch. Mal, nimm mal die Hand weg. Ja. So, guck. Und nach unten. Ja? Und nach oben, zu. Wenn es also klingelt an der Haustür und der Briefträger kommt, dann eben mal... Dann passiert da auch nichts. Dann passiert da gar nichts. Gut. Weitermachen? Machen wir weiter. Ja. Also Orangen kann man ja eigentlich, wie gesagt, auch das ganze Jahr über immer wieder trinken. Genau. Im Sommer zum Beispiel, Walter, trinke ich die sehr gerne mit einem richtig schönen Eiswürfel drin. Oh ja, das macht auch Spaß. Und dann ist das eine richtig schöne, kühle Erfrischung. Ach, der Hebel, der muss runter. So. Guck mal. So, komm, aber da sehen Sie auch, da kann auch trotzdem nichts passieren, auch wenn der Hebel dann oben ist und man presst schon weiter. Das wird alles aufgefangen. Ja, gib Gas. Und kommt dann hinterher wirklich wieder dahin, wo es hin soll. So. Artikelnummer ist die NC3417569. NC3417569. 29% lassen wir hier runter, damit Sie eine wunderbare, günstige Vitaminbombe kriegen, meine Damen und Herren, mit der Sie natürlich gegen die Erkältung, gegen Stress kämpfen können. Und der Körper nimmt es sehr gut auf und verarbeitet es auch gut. Kleiner Tipp von mir, Sie können auch obendrauf ein Häubchen Sahne machen, denn da ist Fett drin. Das schmeckt nicht nur gut, sondern es macht auch Sinn. Ja. Die Vitamine öffnen sich im Körper besser mit Fett. Ne? Das stimmt. Das ist so. So, warte mal, ich mache mal hier schnell sauber. Einmal sauber machen. Ah! Sie merken, wir stellen schon die nächste Maschine auf und das ist auch die letzte in dieser Riege. So, los geht's. Jetzt pressen wir richtig, vielleicht noch als Beweis gerade, den frisch gepressten Orangensaft. Ja, hier haben wir ihn jetzt drin. Bisschen Deko drauf. Genau. So. Das waren jetzt auch nur 3 Orangen gewesen. Mhm. Und da sehen Sie ja, was da insgesamt bei rauskommt. Das nur als Beweis, damit Sie hier nicht denken, wir machen Ihnen da was vor. Mhm. So, und jetzt kommt die dritte und das ist doch wirklich jetzt hier, das ist... Kultig. Ich möchte mal, das ist eine kultige. Nehmen wir nochmal Blutorangen, die sehen gut aus. Ja. So, so dann fangen wir an, stellen das schon mal da drunter. Legen die jetzt einfach nur hier oben hin. Hebel drauf. Und so, wenn das fixiert ist, dann pressen wir einmal. Ja. Gut. Prima. Bisschen mit Gefühl und dann geht das wunderbar.
Ja, ich finde das auch herrlich, morgens im Hotel beispielsweise. Die haben ja auch immer so Saftpressen. Manchmal haben sie aber welche, die gar nicht funktionieren. Ja, leider. Leider. Und ich finde es immer schade, dass so viele morgens wirklich immer nur Kaffee trinken, statt mal auf was frisch Gepresstes zu gehen. Ja. Denn gerade jetzt in dieser nasskalten Jahreszeit, gerade jetzt, da sollte man doch du sagen... Du hast den ein bisschen schief und deshalb so, guck, einfach gerade. So, und so, Gas. Und weiter. Jawohl. Meine Damen und Herren, keine 50 Euro für diese wunderbare Maschine, die aber noch mehr kann, außer Saft zu pressen. Mit einer richtigen Vitaminbombe in den Tag starten, das wär's doch mal. Hm? Das sollten Sie aber öfter tun. Nicht nur einmal im Monat, sondern vielleicht sogar jedes Wochenende. Das genau, ausgeprägten Brunch machen beispielsweise, habe ich auch sehr gerne. Gut, der kann auch bis nachmittags dauern. Ja. Also. Oh. Ich finde es auch immer erstaunlich, was da alles rauskommt an Saft. Man traut sich so einer normalen kleinen Blutorange gar nicht zu. Ja. Kostet übrigens 89,90, keine 90 Euro. Normalerweise sind sie hier bei 180 Euro. Die Maschine kann aber noch mehr. Nicht nur selbstgemacht und frisch, meine Damen und Herren, sondern Sie können hier, guck mal, was ich hier habe, ist zum Beispiel... Oh, zum Achteln? Zum Achteln von Äpfeln. Ne? Also den Apfelschnitzer sozusagen. Der ist dabei. Und wenn Sie jetzt Pommes machen möchten und ganze Kartoffeln geschält haben, dann einfach hier durchdrücken. Deshalb 3-in-1. Also Pommes machen, dann aber auch Apfel splitzen und natürlich hier Saft pressen. Alles das können Sie mit dieser wunderbaren Maschine machen. So Apfelpommes finde ich auch eine schöne Idee. Auch schöne Idee. Apfelpommes sind ja viel gesünder, bedeutend gesünder als normale Pommes frites. Ja, wobei Pommes, also es hat sich ja erwiesen, dass Pommes schon gesund sind. Die Kartoffeln sind gesund. Das wenn Fett sie, nur ist zu viel manchmal. Ne? Das ranzige alte Fett. Man muss es richtig machen. Genau. Ne? Wenn du geschält hast und hast sie jetzt hast hier die Stifte fertig, dann sollte man das abtrocknen mit dem Tuch und sollte es dann frittieren, aber nur eine Minute. Dann wieder rausnehmen, erkalten lassen, auf dem Küchenpapier abtropfen lassen und dann ein zweites Mal frittieren, bis sie goldgelb sind. Dann ist innen nämlich kein Fett eingedrungen, weil eben auch die Poren geschlossen sind, sozusagen. Ja. Ich meine, hat keine Poren, ist keine Haut, aber die Oberfläche ist dann zu und da kann nichts auslaufen und nichts reinkommen. Und deshalb sind Pommes gesund. Das merkt man ja sonst immer, wenn man in eine bestimmte Imbissbuden reinkommt. Wenn das schon nach ranzigem alten Fett riecht, dann kann man davon ausgehen, sind die Pommes da alles andere als gesund, liebe Zuschauer. Also tun Sie Ihrer Gesundheit hier mal was Gutes. So, guck mal. Wow, also so viel, wie wir jetzt hier rausgepresst haben. Guck dir das an. Hammer. Hammer. Und da passt natürlich wieder wunderbar eine Zitronenscheibe. Ja, natürlich. Damit es richtig schön appetitlich wird. Ne? Wow. So sieht das aus. Stelle ich auch mal nach vorne hin zu dem anderen Getränk. So. Das sieht doch das gut ist wie aus, eine ne? Saftbar hier bei uns. Das ist die Pearl TV Saftbar, liebe Zuschauer. Die können Sie bei sich zu Hause nicht auch Saftladen, aufbauen. Bitte. Ja? Nein, Saftladen nicht. Saftbar. Ja. Und bis zu 20% mehr Saft als bei manuellen Pressen können wir hier ja auch für Sie erwirken und erwirtschaften. Bei diesen Pressen, die nun wirklich hier so gut sind, so effektiv sind, liebe Zuschauer. Ja. Also, mir läuft ja schon das Wasser im Mund zusammen. Sollen wir nicht mal auch das Team fragen gleich, ob es noch was trinken möchte? Ja, die möchten bestimmt. Ja, also, wir haben jetzt hier so viel Schönes. Ja. Komm, dann mach die noch schnell fertig. Machen wir noch eine Orange fertig. So. Guck mal, er ist ganz schweigsam geworden. Das kenne ich gar nicht von Marcel. Ja, weil ich mich hier auf den Saft konzentriere und ich wundere mich immer, wie viel Saft da rauskommt. Schauen Sie mal, liebe Zuschauer. Ja. Das tropft die ganze Zeit. Ja. Leider weiß das Rohr davon, man sieht das nicht so. Aber ist egal, wie auch immer. Hier so an der Seite sehen Sie Gas, es. Gib Gas, genau. Gleich kommen die an, wir haben nicht mehr viel Zeit. Und die wollen ja auch alle was haben. Ne? Jetzt haben Minütchen wir so viel gesagt hier. Bitte schön. So, okay. Guck mal. So. Jo. So, jetzt aber hier. Das sieht doch toll aus. Also, meine Damen und Herren, Vitamine für die Zähne, hätte ich fast gesagt. Das ist wichtig, damit es einem gut geht, gerade in der kalten Jahreszeit, aber auch im Sommer. Orangensaft ist ja auch gut für die Haut beispielsweise. Und, aber jetzt nicht Orangenhaut, ne? Der bot sich jetzt an. Der bot sich und Sie brauchen keinen Motor, Sie haben keinen Krach. Überraschen Sie Ihre Liebsten mit einem gesunden Frühstück beispielsweise. Genau. Aber genau da, wo es runtertropft, ist dieser Fuß, da weiß er wurscht, komm. Wir werden gleich sehen. Ja. So, sollen wir schon reinschütten? Ja. Wir schütten schon mal rein. Jawohl. Frisch gepresst. Jawohl. Oh. Kommt eine Menge raus, ne? Gar nicht schlecht. Also sieht man auch, dass die Orangen gut sind. Es gibt ja welche, die nicht so gut sind, meine Damen und Herren. Aber wenn Sie die riechen, Sie riechen das auch. Wenn Sie in den Laden gehen, riechen Sie mal dran. Und bitte etwas warm abwaschen, die Orangen, weil die haben ja meistens doch, die haben eine Wachsschicht. Ne? Das ist nicht gut. So, meine Damen und Herren, Artikelnummer ist die NC 35 48 569.
NC 35 48 569. Beim Preis sind Sie hier wirklich im Vorteil, keine 90 Euro. Ha! Und da kommen schon jetzt die Ersten. Jetzt kommen alle. Ja. Jetzt haben wir leider nur vier Gläser, das reicht ja. Okay, dann würde ich sagen, Prost. Bitte schön, möchtest du? Ja? Okay. Bitte schön. André, bitte schön. Und Sie gehen ans Telefon und kaufen sich jetzt Ihre Lieblingspresse. Bis denn.